Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video geht es um eines der wichtigsten Themen, die es überhaupt in Fortnite gibt. Und zwar ist es die Mentality. Durch die schlechte Mentality hatten wir tatsächlich auch nicht geschafft, uns in der Woche 2 von FNCS zu qualifizieren. Wir hatten so einen guten Start, danach eine schlechte Mentality und dadurch haben wir mal am Ende 5 Runden hintereinander mehr oder weniger gechoked. Hätten wir dann eine bessere Mentality gehabt, hätten wir uns komplett easy qualen können. Und deshalb bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos hier verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, schaut natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich auch meinen Creator-Code Valcraft im Item-Shop ein. Das erste Thema, worüber wir heute sprechen, hat etwas mit dem Emotionalen zu tun. Und zwar kennt das wahrscheinlich, wenn ihr eine Runde gewinnt oder auf Highground-Seiten krassen Klatsch gemacht habt, dann ist es ja so, dass man sich häufig sehr extrem darüber freut, meistens auch schreit, je nachdem wie man eben mal drauf ist, schreit man etwas mehr oder weniger. Wahrscheinlich der Klassiker ist immer Mongol, der komplett reinschreit, aber manchmal bringt es eben halt gar nicht so viel da reinzuschreien. Natürlich kann man so ein bisschen seine Mates hypen, aber das Problem ist, wenn man die Runde danach failt, dann wird man eben mal dadurch, dass man davor so gute Emotionen hat, so extrem runtergebracht, dass einfach der Unterschied von den Emotionen extrem groß ist, wodurch man in der Regel die Runde nach dieser verkackten Runde auch eigentlich instant failt, zumindest wenn es dort nicht von Anfang an wieder komplett gut aussieht. Und deshalb ist es in der Regel eigentlich immer besser, wenn man einfach von Anfang an jetzt sich nicht so extrem freut, gerade wenn es noch während einer Runde ist, dann lenkt es meistens eher ab. Dann sollte man sich natürlich ein bisschen freuen. Ist natürlich nice, wenn man so etwas macht, aber man sollte sich nicht zu überkrass freuen, sondern einfach das Ganze natürlich ganz kurz genießen in diesem Moment, dass man irgendwas Krasses gemacht hat. Aber wie gesagt, es nicht komplett lange machen und sich dann lieber aufs Game konzentrieren. Ist einfach extrem wichtig, um vor allem Consistency in seinem Trio zu haben. Meistens entstehen aus diesen Emotionen, die man da hat, vor allem wenn es eher schlechtere Emotionen sind, eben halt auch, dass man seine Mates blamed und die immer so ein bisschen dafür kritisiert, was sie gemacht haben, auch wenn die teilweise überhaupt nichts dafür können, weil man halt einfach ein bisschen aus Emotionen handelt. Und deshalb sollte man es am besten auch sein lassen, weil wenn man aus Emotionen irgendjemanden beleidigt oder eben halt den komplett schlecht redet, dann wird immer auch direkt seine Mentality komplett shit und dann werdet ihr vor allen Dingen im Trio eben halt keine gute Mentality haben. Anstatt dass man die Mates eben halt wirklich dafür komplett kritisiert, dass sie irgendetwas gemacht haben, sollte man sich lieber eher auf seine eigenen Fehler konzentrieren, weil das immer das ist, wo man am meisten selbst dran arbeiten kann. Natürlich sollte man auch so ein paar Fehler bei den Mates kritisieren, das aber nur kurz ansprechen, was die dann vielleicht falsch gemacht haben, aber immer mit dem Grundansatz dahin gehen, dass man als erstes kritisiert, was man selbst falsch gemacht hat, wo man sich selbst immer verbessern kann, und man sollte eigentlich auch nur selbst sagen, was man selbst halt falsch gemacht hat, und dann im Prinzip der Punkt, was man besser machen könnte, das eher so für sich behalten, das vielleicht nach einer Runde oder am besten natürlich nach einem ganzen Trainingstag eben halt besprechen, aber man sollte so etwas dann, also was man verbessern kann, nicht direkt während einer Runde zum Beispiel ansprechen. Wenn auch davon ausgeht, dass der Fehler immer bei euch liegt, dann werdet ihr natürlich auch die Mentality eurer Mates nicht runterziehen, weil egal wie gut ihr das annehmt, wenn ihr wissen, sie haben es natürlich selbst falsch gemacht, ist es aber für die Mentality meistens vor allem während einer Runde nicht ganz so gut, wenn man die dafür direkt kritisiert. Wie gesagt, am Ende einer Runde geht das, aber während einer Runde, gerade wenn man im Endgame ist und sagt so, der hat irgendwas falsch gemacht, dann ist es in der Regel nicht wirklich gut. Wenn das außerdem am Ende jeder aus eurem Trio macht, also jeder seine eigenen Fehler kritisiert, dann muss man auch gar nicht mehr die Fehler der anderen kritisieren, weil die sozusagen für sich machen, und so müsst ihr eben halt oder bekommt ihr am Ende auch eine deutlich bessere Mentality als Trio, könnt besser zusammenspielen, weil jeder so für sich seine eigenen Fehler eben halt herausfindet. Und ganz häufig ist es übrigens auch so, dass selbst wenn irgendwelche Gründe eben halt an den Mates liegen, man immer trotzdem noch etwas aus der Situation draus machen könnte, und das sind immer trotzdem Fehler, die man an sich selbst kritisieren kann. Ein weiterer extrem wichtiger Punkt ist das Ziele setzen, und da machen ganz, ganz viele den Fehler, dass man direkt das Ziel setzt, sich zu qualifizieren, Earnings zu holen, ganz, ganz viele PR zu holen, Top 100 zu kommen, obwohl man bisher noch kein einziges Mal irgendeine dieser Sachen erreicht hat und vielleicht einmal in seinem Leben überhaupt knapp daran war und eben halt so in der letzten Zeit mehr oder minder gar nicht mehr solche Ziele erreicht hat. Und deshalb sollte man sich lieber schaffbare Ziele setzen, wie zum Beispiel überhaupt PR zu bekommen, Top 5000 Placement zu holen, Top 10.000 Placement zu holen. Gerade wenn man zum Beispiel erst eine Stunde vom Cup mit einem Random Mate in die FNCS rein startet, dann sollte man sich jetzt nicht als Ziel setzen, sich zu qualifizieren. Und wenn man sich das Ziel etwas niedriger setzt, dann wird es auch leichter sein, das zu erreichen. Ihr habt nämlich natürlich den Vorteil, dass wenn ihr euch immer nicht so ein hohes Punkteziel damit aufsetzt, dass ihr dann eben mal nicht unbedingt diese Punkte erreichen wollt, und dadurch werdet ihr deutlich weniger dumme Entscheidungen machen, wie zum Beispiel euch dauerhaft die
diesen Gedanken in den Kopf setzen, dass er in den 2 Runden noch irgendwie 50 Punkte erreichen müsst und dafür etwas ganz, ganz Besonderes machen müsst, sondern wenn ihr immer das Ziel etwas nahe setzt an dem, was ihr immer machen könnt, dann könnt ihr immer auch sagen, in 2 Runden müsst ihr 20 Punkte oder so reichen, ist noch relativ easy, kann man natürlich trotzdem dann oder kann sich das eher als Motivation setzen, dass man es immer noch locker schaffen kann und dadurch kann man am Ende eben halt, wie gesagt, euch besser spielen. Das alles aber mit den ganzen Sachen, die ich euch vorher gesagt habe, bringt nichts, wenn man sich selbst am Ende Ausreden sucht, wenn man sich zum Beispiel Ausreden dafür sucht, weshalb man seine Ziele nicht erreicht hat, aus welchem Grund auch immer, ob es Ping ist, ob es FPS sind oder whatever. Wenn man sich irgendwelche Ausreden dafür sucht, dass man es nicht geschafft hat, wird man sich am Ende nicht auf die Fehler konzentrieren. Und selbst wenn man sich auf Fehler konzentriert, die vielleicht irgendwie anmerkt in sich selbst, aber dann sagt, am Ende liegt es so oder so nur daran, dass man schlechten Ping hatte oder dass man besser gespielt hätte, hätte man einen besseren PC oder whatever. Das bringt einem am Ende nichts, weil es Umstände sind, an denen man nichts ändern kann. Man kann sich kein besseres Internet oder keinen besseren Ping kaufen. Zumindest im Prinzip nicht wirklich einen besseren Ping kaufen. Deshalb sind es einfach Punkte, an die sich nichts ändern lassen kann. Das sind einfach Konstanten. Die werden so wahrscheinlich für die nächsten Monate hundertprozentig bleiben. Das Einzige, was ihr eben halt besser machen könnt, ist an eurem Spielstil. Ihr könnt practicen, euer Aim beispielsweise in den Fights. Ihr könnt besser, schlauer an die Fights rangehen. Ihr könnt bessere Peaks machen und dadurch könnt ihr euch eben halt verbessern. Aber ihr könnt euch nicht ganz einfach dadurch verbessern, dass ihr sagt, dass ihr einen schlechten Ping oder whatever. Das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt, um am Ende sich wirklich auch verbessern zu können. Und damit sind wir dann auch schon mit diesem Video durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.